Diete geht immer. So, Mika, pass auf, du bist jetzt gleich dran. Du musst unbedingt da. Hast du was machen lassen, Mika? Margot! Was? Huch. Ich bin's! Ach so, ja. Das war Ben, entschuldige. Sag mal. Pass auf, du musst jetzt unbedingt nach vorne gehen. Jetzt immer auf die Brüste gucken. Natürlich, also pass auf, Mika, du musst jetzt nach vorne gehen und mit allen Reizen spielen, die du hast. Oh. Stimmung ist so ein bisschen gerade am Kippen, weil die Jessica ist heute nicht so gut drauf und sie ist ja ein Star. Und damit du ihr wirklich was Tolles, hast du ein Geschenk für sie mit dabei zum Jubiläum? Ich habe ein Geschenk dabei, natürlich. Was ist denn das ungefähr? So eine Geschenktüte, alles muss weg. Alles muss weg. Ja, habe ich zusammengesucht zu Hause. Na, darüber freut sie sich bestimmt riesig. Nee, pass auf, ich habe was Besseres. Du schenkst ihr jetzt das hier. Und zwar, sie ist ja so ein wahnsinnig großer Helene Fischer-Fan. Dieses wunderbare T-Shirt Herzbeben in ihrer Konfektion. Das ist der eigentliche Knaller. Okay. So, pass auf, jetzt gehst du raus und reißt die Scheiße einfach hier. Okay, ja, hier, Treppe hoch. Super, links oder rechts? Versuch, das kann was werden. So. Ein Applaus für Michaela Schäfer. Vorsicht, da liegt immer ja Michaela Schäfer. Michaela Schäfer, meine Liebe. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Da bin ich sehr überrascht gerade. Schau mal. Ein T-Shirt. Herzbeben von Helene Fischer. Dankeschön. Das ist auch genau meine Größe. Jetzt weiß ich aber auch, warum die. Nee, egal. Warum die Größe so groß ist. Und hier noch eine Geschenktüte von mir. Eine Geschenktüte von dir. Jetzt setz dich doch erstmal hin und ich muss erstmal wirklich. Meine Güte, was hast du denn? Das verschenkst du alles an mich, ja? Ja? Ach so, du brauchst ein Mikro. Ich habe ganz vergessen, dass Michaela ja kein Headset hat. Sorry, ich bin halt saudumm schon wieder. Saudumm. Mach mal einen Test. So, jetzt kann man. Ja, wir haben eine Stimme. Sehr gut. Da ist sie, Michaela. Du hast aber auch alles aus deinem Merch reingepackt, was du loswerden willst, oder, meine Liebe? Sehr, sehr süß. Das kann man schön im Sommer tragen, am Beach. Total. Am Beach, ja? Ja, absolut modisch, ja. In einem frechen Rot. Mika, das habe ich von dir schon mal geschenkt bekommen. Und zwar vor 6 Jahren oder so. Hast du immer noch so viele davon? Ja, ich habe so viel bestellt damals. Die gehen nicht weg, ne? Nee. Na, ich frage mich halt auch, wer soll sowas tragen? Ich meine, das ist ja wirklich so für sehr zeigefreudige Menschen. Damit kennst du dich ja nicht aus mit zeigefreudigen Menschen. Deshalb, Margot, das kannst du vielleicht nachher tragen, wenn du möchtest. Ja? Komm, schnall's dir mal um. Ich meine, das ist ein String, genau, ja, du hast recht. Das ist ein String. Nimm es mal mit, Margot. Wir zwängen dich da nachher noch rein. Und den Kalender haben wir auch drin. Da reden wir später noch drüber, meine Und Liebe. Und ich habe auch noch... Ach so, habe ich was vergessen? Ja, wo ist es denn? Was denn? Da war ein Kondom drin. Ach, da ist es. Da steht auch dein Name drauf? Ja. Kommen garantiert mit dem Mysteam Opus Mika. Der 1:1 Nachvormund von Mikas Muschi. Bitte was? Warte mal, ist es noch? Ich muss mal gucken, weil die sind auch schon sehr alt. Das kann ich ja nicht erkennen. Also auf jeden Fall, das Verfallsdatum würde ich auf jeden Fall vorher nochmal prüfen. Ich habe halt meine Brille auch nicht bei. Wir sind ja beide Brillenträgerinnen mittlerweile. Ich kann es auch nicht lesen. Aber erklär es mir bitte kurz. Was ist jetzt daran deine Muschi? Nein, daran natürlich nicht. Aber es gibt ein Opus, ja, eine Taschenmuschi. Das hat mit dem mit Kondom gar nichts zu tun. Gar nicht. Okay, dann packe ich es wieder ein, benutze nachher dann nochmal weiter. Ja. Okay, gut. Aber es gibt eine Taschenmuschi von dir, die nach deiner Vagina geformt worden. Genau, die hätte ich dir vielleicht mitbringen müssen. Nee, ne? Da bin ich sehr uninteressiert tatsächlich. Ich habe halt relativ wenig Erfahrung mit Scheiden und Vaginas und so. Berufsbedingt auch schon. Ich habe in meinem Leben noch niemals eine echte Muschi von nah gesehen. Fällt mir jetzt dabei auf, ja. Von da. Also wenn es jemand schafft, mich sprachlos zu machen, dann nur Michaela Schäfer, meine Lieben. Das hatte ich auch noch nicht. Darf ich das kurz hier so nach hinten packen? Damit? Ja. Ja, danke schön. Wir reden nachher noch über deinen Kalender. Ich sitze auf der Scheißdutte. So, Michaela Schäfer, was möchtest du denn trinken? Oh, gerne ein Sektchen. Ein Sektchen? Ja.
Eine Durchsage an das Tresenpersonal, bitte ein Sektchen. Mit Eis, ohne Eis, großes Glas, kleines Glas. Großes Glas. Mit Alkohol. Gerne. Gerne mit Alkohol. Ein großes Glas alkoholhaltigen Sekt. Mit oder ohne Eis, habe ich vergessen? Mit Eis. Mit Eis. Und Strohhalm auch? Ja, gerne. Und gerne ein Strohhalm für Michaela Schäfer. Ich schicke Tom den nackten Danke. Tom, gehst du bitte mal? Ja, ihr müsst jetzt nicht immer klatschen, nur weil der Mann mal aufsteht. Meine Güte. Mika, mein Schatz, schön, dass du da bist. Tatsächlich, man muss dir immer auf die Titten gucken, es ist fürchterlich. Aber du forcierst das ja auch, ja? Deine Brüste sind nicht kleiner als früher. Wir haben das vorhin im Backstage besprochen. Du hast auch den Eindruck, deine Brüste sind heute sehr klein? Ja, absolut. Wie kommt das? Ich habe im Spiel geguckt und dachte, wow, irgendwie sind die geschrumpft. Aber ich glaube, es liegt an meinen Haaren, weil die ja heute sowas von pompös sind. Nee, die fallen gar nicht auf. Nee, ja, ja. Aber du kamst ja ins Backstage. Du hast roundabout 3 Stunden gebraucht in der Maske, darf man das sagen? Oh. Oh. Ja, mit Pausen natürlich. Ne? Ja, mit Pausen. Ja, Trinkpausen, Pullerpausen ja. Und so. Ja, 3 Stunden, ja. Ja, na gut, ich meine, das muss ja auch alles, meine die Haare alleine schon. Meine Liebe, und wir kennen uns seit so vielen Jahren. Und ich habe dir neulich eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Mika, kommst du in meine Show? Und du hast sofort ja gesagt. Was geht in dir dann vor, wenn du dann... Ja, na, ich meine, war das nachts? Hast du mir die nachts geschrieben? Es war auf jeden Fall nach 23 Uhr, ja. Und da habe ich dann ja gesagt. Sofort, ja. Ja, das ist immer eine gute Zeit, mir zu schreiben. Da bin ja, ich immer ja. Gut drauf. Ja, nee, aber was, warum machst du so einen Quatsch mit? Ich meine, du hast doch bestimmt viele, viele andere tolle Dinge zu tun, aber du kommst immer wieder zu meinem Quatsch. Das sind doch hier Quatsch. Die tollsten. Ja, ist das so? Na, auf jeden Fall, ja. Ich habe Spaß mit euch. Ja, das merkt man ja auch total, das stimmt. Von daher, ich freue mich wirklich sehr, mein Schatz. Wir wollen heute ein bisschen durch unser gemeinsames Leben reiten. Und wir wollen aber jetzt erstmal gucken, da ist ja dein großer Fan, der mit dem roten Pullover. Ja, du bist wieder da. War schön auf dem Klo mit dir selbst, ja? Ja? Hast es weggewischt danach wenigstens. Alles klar. Mika, wie war dein Silvester? Du, ich habe gearbeitet an Silvester. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich war im Puff. Mit Gina Lisa zusammen und wir haben gearbeitet. Also ich bin DJ und ich habe aufgelegt. Ja. Mit Gina Lisa Lofing? Mit Gina Lisa, ja, oh, genau. Oh weia, das tut mir leid. Wie ist denn die so? Die ist da ich habe das Gefühl, die ist so wahnsinnig... Wahnsinnig, ja. Unprofessionell. So, dass sie so anstrengend wird? Ja, so? Anstrengend ist sie anstrengend definitiv. Inwiefern? Ja, naja... Wird nicht aufgezeichnet, du kannst erzählen, was du willst. Na, sie ist halt immer ein bisschen hippelig, aber ja. Lad sie doch auch mal ein. Ja, wohnt die in Berlin? Nee, leider nicht. Wo wohnt denn die? In Frankfurt. Das passt, ja. aber ich schreibe es mir auf. Wie, und da hast du in der Location, die Puff heißt, aufgelegt oder in einem Puff? Schon in einem Puff, ja. In einem FKK-Club. Ja, also macht auch immer super viel Spaß, da aufzulegen. Hier in Berlin oder wo? Nein, nähe Düsseldorf. Oh, ja, da sitzt das Geld. Ja, die haben da Silvester gefeiert. Und klar, die Männer sind halt alle im Bademantel, ist ein bisschen ungewohnt. Ne? Ja. Aber es macht Spaß, also sie sind auch gut drauf gewesen. Und mir ist das egal, ob ich jetzt beim Abiball auflege, ja, in einem Puff, ja. Oder Beerdigungen, je nachdem, ja. Alles mit dabei. Ja. Aber du legst ja schon total lange auch auf. Mhm. Ne? Weil ich weiß nicht, mein anderer Stargast, Nikolai Schumann, der kennt dich noch aus dem Kuhdorf, hat er mir erzählt. Wirklich? Ja, können wir nachher mal drüber sprechen. Ja, und gut, das muss ja schon Jahre her sein, das oder? Das ist 14 Jahre vielleicht her, 12, 14 Jahre. Aber dann, also lass uns mal ganz kurz, weil... Also ich habe dich ja, oder viele von euch haben dich kennengelernt durch German Sex Topmodel wahrscheinlich. Das war so dein Sprungbrett in die Öffentlichkeit. Ja. Wann war das? Das war 2006. 2006? Die allererste Staffel, ja. Du warst in der allerersten Staffel? Ja, genau. Ach, schau an. Mhm. Und du darfst wahrscheinlich immer noch, gibt es so lange Knebelverträge, dass du nicht erzählen darfst, wie Heidi Klum wirklich so privat ist, richtig? Oder bist du mittlerweile frei? Also bei uns gab es ja noch keine Knebelverträge, überhaupt so? Nicht. Und also Heidi Klum privat haben wir auch nicht kennengelernt. Ne? Ja. Ich habe sie wirklich als super, super ehrgeizigen, tollen Menschen kennengelernt. Ja, ja. Ja, eigentlich die Helene Fischer des Model-Business, kann man gut sagen. Ne? Ja. und da hast du da dann aber auch schon aufgelegt? Oder wie kam das dann? Oh,
Weil, warte mal, lass 14. Och, danke schön, Tom. Der sieht aus. Also, ist guck direkt. Mal hier. Das ist also, also sehr luxuriös, meine Liebe. Transparent, ne? Naja, Sekt ist doch immer transparent. Oder was trinkst du für Sekt? Sah so farblos aus, deswegen habe ich aber bist du unzufrieden mit der Farbe von dem Sekt? Ja, ja, hat mich jetzt irritiert. Hat sehr, ich dachte, es ist Wasser drin. Ich dachte, vielleicht macht ihr, dass es die Gäste hier nicht euch irgendwie abkippen. Oder sag mal, so. Spinnst du? Das Konzept der Show ist ja eigentlich, Margot, erzähl's uns. Das Konzept der Show ist eigentlich, dass du die Promis abfüllst, ja, und sie dann im zweiten Teil so richtig eben vom Leder ziehst. Genau. Und sie dann mit den Videoaufnahmen erpressen kannst, womit du eigentlich dein Leben finanzierst. So sieht's aus. Und das seit vielen Jahren sehr erfolgreich, meine Lieben. Ja. Nee, es ist richtiger Sekt. Ja, okay. Aber ich verstehe gerade nicht so genau, warum du so verwirrt bist vom Sekt, aber lass uns einfach weitermachen, meine liebe Makaela. Makarena, Mikaela, ist alles dasselbe. Jeremy Sex Topmodel, wann hast du angefangen aufzulegen und warum dann auf einmal auflegen? Weil es ist ja was total anderes irgendwie, als irgendwie Model sein zu wollen. Oder? Naja, so ein richtiges Model war ich ja nie. Sondern? War ja immer alles so, alles Mögliche, aber nichts Richtiges. Und als ich dann im Dschungelcamp war, habe ich mir natürlich überlegt, okay, jetzt hast du die große Chance, ins Dschungelcamp zu kommen, vor 12 Jahren. Auch schon so lange her. Ja, und dann gab es ja noch nicht so Social Media. Ja, da musste man also da noch irgendwie sich sehr präsentieren. Und ich dachte, okay, was machst du denn? Ne? Ja, das ist mir nicht so eingefallen. Und dann, ich komme ja aus der Erotikbranche, habe natürlich Brüste gezeigt und wollte aber auch einfach, was? Wie? Was denn jetzt? Ach ja! Oh! Aber passt doch! Margot! Also, bitte euch. Na, siehste. Muss man halt tragen können, du kannst es nicht. Super, so ein Underboob. Ja. Komm ich mit diesem Outfit in den Dschungel rein? Ja. Es ist ein bisschen kurz, habe ich festgestellt. Ja, auch hinten sieht man auch die ganzen Sicherheitsnadeln, wie es festgehalten wird. Nein. Nee, schön, Margot, ja, wirklich. Nee, ich kleide dich gar nicht. Ja. Und hast du dir gedacht, einfach nackt sein? Genau, nackt sein, was ist ja eben mein Job. Ich bin ja Nackt-Konzeptkünstlerin. Und und da ich schon immer Musik geliebt habe, Clubs geliebt habe, dachte ich mir, legst du einfach mal auf. Mal gucken, wie es ankommt. Und legst du wirklich echt auf oder spielt er nur so einen Stick ab und du tust so? Nee, also machen ja ganz viele. Jeder, der schon mal bei einem meiner DJ-Auftritte dabei war, weiß, dass ich wirklich auflege, weil das hört man. Sehr schön. Ich habe dich leider noch niemals genießen dürfen als DJ. Was für Musik spielst du denn dann so? 90er. Ach, so eine bist du. Ich liebe die 90er. Ja, ich meine, es ist unsere Jugend. Ne? Ja. Weil, wann bist du geboren? Du bist geboren, lass mich raten, du bist geboren 83. Ich bin ein Ticken älter als du, aber es war unsere Jugend. Ne? Ja. Was ist so ein Mega-Hit aus den 90ern, wo du immer mitwippen musst? Macarena. Die Backstreet Boys natürlich. Backstreet Boys, ja. Geht mir, leider ist das wirklich schlimm, es geht mir genauso. Aber heute, deshalb auch dein Outfit ist heute sehr 90er, ne? Muss ich sagen. Ja? Sag mal. Okay, finde ich jetzt gar nicht. Das verloren gegangene Spice Girl, oder? Ja, ich glaube, ich mache heute alles falsch, Margot. Die mag mich nicht, die Michaela. Nee, das machst du sonst auch immer, aber heute fällt es dir auf. Heute? Gefällt dir dein Geburtstag bisher? Nee, gar nicht. Echt grauenvoll. Leipzig geboren. Du hast ja da alles richtig ausgedruckt. Naja, ich habe so viel gibt's über mich. Ich habe deinen Wikipedia-Eintrag ausgedruckt. Das ist was ist mein Leben, ja. Das ist dein Leben. Eine Seite? Nee, auf zwei DIN A4 Seiten, meine Leben. Zwei. Und in Schriftgröße 12. Naja, so für Rentnerinnen wie mich ist es doch lesbar irgendwann. Das verwaltest du nicht selber, den Wikipedia-Eintrag? Nein, mache ich nicht. Aber das stimmt ganz vieles auch nicht. Nee. Aber stimmt es zum Beispiel, dass du eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten gemacht hast? Das habe ich gemacht. Was ist das genau? Wie, weißt du nicht, was das ist? Apothekerin? Oder Apothekerin, das wäre geil gewesen, hätte aber studieren müssen. Ja. Ich bin die dann immer da vorne steht und dir halt dann, was kaufst du so eine der Apotheke? Hauptsächlich Einschlafhilfen. Ja, sowas gebe ich dir dann, Nasenspray,
oder was auch immer man kauft. Genau. Ja, gut. Aber hat dir gar nicht gefallen? Hast du dir gedacht, mach ich nicht weiter, die Scheiße? Ich wollte ja schon immer berühmt werden, ja, also schon seit ich kleines Kind war. Und meine Mutter aber natürlich hat gesagt, okay, mach was du willst, aber mach erst eine Ausbildung. Egal was, und da habe ich mir natürlich ein bisschen gegoogelt, leichte Ausbildungsberufe, weil ich wollte mir die 3 Jahre jetzt auch nicht zu anstrengen. Versauen auch, ja, ja, hast du recht, ja. Weil ich ja wusste, ich will eh was anderes machen. Deswegen ja. Chillige Ausbildung, weißt du, so Apotheke, cool, feste Arbeitszeiten. Ist ja entspannt, das ist immer ruhig, das ist sauber. Da kommen, damals sind ja nur alte Leute reingekommen. Ja. Ne? Und dann kann man mit dem Pläuschen halten. Ja, ja, total entspannt. Eine schöne Sache, alles ja. Gewesen. Okay, finde ich doch sehr patent von dir. Ich suche mir was aus, wo ich wenig Stress habe. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, jetzt bin ich hier gelandet, aber egal, was ist. Es hat alles einen Sinn in diesem Leben, Mika. Und würdest du sagen, du bist jetzt berühmt? Wie würdest du dich, bist du C-Promi immer noch oder bist du schon B-Promi? Also mittlerweile gibt es ja die XYZ-Promis, deswegen bin ich aufgestiegen zum B-Promi. Ach. Ja, seitdem es ja Love Island gibt, Are You The One und so. Ach, die ganzen Assis, die da jetzt im Privatfernsehen rumschwappen, ja. Da sind entweder so Bullen mit Tattoos oder so Frauen, die so Schnäbelformen haben. Ach, schön, haben, dass ne? du ja. das sagst, genau. Ja? Naja, ist ja so. Also das sind XYZ. Genau, genau. Ja. Früher waren wir ja sozusagen so, die C-Promis, nach uns gab es nichts mehr und jetzt sind wir aufgestiegen. Ja, schon ein bisschen. Und mittlerweile habe ich sogar zum Deutschen Fernsehpreis geschafft. Ne? Ach. Ja, also zumindest, dass ich über einen roten Teppich laufen durfte. Natürlich. Ich durfte leider noch keinen Fernsehpreis entgegennehmen, aber das wird auch noch kommen. Natürlich. Hast du schon mal einen Bambi bekommen? Gibt's da jetzt wieder? Sag mal, machst du dich jetzt lustig über mich? Nein. Ich habe den Venus Award bekommen. Ja, ach so, da sprechen wir gleich noch drüber. Du hast noch mal einen Award für deine Nippel bekommen. Weißt du gar nicht mehr? Erzählst du mir aber gleich in dem Video. Also von daher, ja. Vielleicht habe ich gelogen auch. Damals. Das kann natürlich sein, weil du bist nämlich ja auch clever und jede Pointe nimmst du mit, die du kriegen kannst. Das weiß ich, meine Liebe. Vielleicht hast du mich auch rangelogen. Das werden wir dann noch sehen. Aber erstmal, du hast ein Getränk mit echtem Sekt. Leider eine Durchsage an das Reservepersonal. Der Sekt ist zu durchsichtig, sagt Frau Schäfer. Bitte Feinjustierung. Erforderlich. So, und dann kommen wir nämlich jetzt erstmal zu dem nächsten Show-Act, bevor wir dann ein bisschen weiter schnattern, meine liebe Mika. Und liebe Margot, ich würde dich doch bitten, dass du vielleicht mal die Jade Pearl Baker jetzt hier nach vorne holst. Ja, das mache ich. Ja? Flieg wie der Wind mit wehendem Haar. Und wir starten unsere versteckte Kamera, weil das weißt du auch noch nicht. Wir haben eine versteckte Kamera installiert. Ich habe genau gesehen. Das ist wieder... Ja. Ist ja widerlich. Oder sag ich dann. Oh, wirklich, PM, geh weg. So, Jade, pass auf. Hast du alles dabei? Stimme ist dabei? Ja. Ja, sehr gut. Also, hast du ein schönes Geschenk mit dabei für Jessica? Na, ich dachte, ich bin das Geschenk, was man am besten nicht auspackt. Aber ich bin das Geschenk. Nee, da geht die Laune gleich ganz runter da draußen. Das geht gar nicht. Pass auf, wir machen das anders. Ich habe was Schönes für dich. Und zwar das tolle Buch hier. Faszinierende Fakten für alle Fans. Alles, was du über Helene Fischer wissen musst. Das ist ja so eine große Helene Fischer-Freundin. Die liebt Helene. Damit hast du echt einen Stein im Brett. Pass auf, geh mal raus. Danke, Margot. Geh mal raus. Du rettest mir wirklich wieder einen Arsch. Ja. Und eine Zähne hoch. Oh Gott. Ein Applaus für Jade Pearl Baker. Du Jessica, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ach was, wirklich? Ich bin doch, sehr überrascht. Du bist doch so eine ganz große Fanin von der Helene. Nein, gar nicht. Ja, aber danke schön. Aber du hast doch das Tattoo hier hinten auf dem... Psst, erzähl das doch nicht. Ich war ein Unfall, auf Mallorca war und sehr besunken. Alles, was du über Helene Fischer wissen musst, faszinierende Fakten. Ist nicht viel drin. Ist ein Bilderbuch. Viele, viele Bilder und lustige Bilder mit Texten. Oder wie sagt man das? Ja. Außer so Kalendersprüche, lebe dein Traum. Mit insgesamt 17 Auszeichnungen zwischen 2009 und 2018 hält sie den Rekord für die meisten Echo-Verleihungen aller Künstler.
Mika, da kommen wir auch noch hin. Also, sag ich dir, du hast auch mal eine Single rausgebracht. Da können wir gleich nochmal besprechen, ja, wie erfolgreich die war. Schon. Ganz viele sogar schon. Okay. Aber jetzt. Ja, ich noch nicht. Nee, also du noch nicht. Du, das Hopfen Malz verloren, vielleicht später das mal. Stimmt. Aber ich habe dich ja heute ein bisschen so beobachtet, Mika, als du fertig gemacht worden bist. Du hattest ja diesen wahnsinnig sympathischen Chris, der sich um deine Optik kümmert. Ja? Du hast ja schon so, wenn du fotografiert wirst, du hast ja so dein typisches Fotogesicht. Und die mach mal die typische, ich werde fotografiert, Sitzpose mit Gesicht. Du hast, ne, ich kann dir die vormachen. Ja, so? Ja, und dann machst du mit, ja genau, mal dieses... Ja, genau, du machst da, ja, das so, genau, und dann machst du mit diesem kecken Blick nach unten und dann guckst du so das, ne, so ein bisschen dieses Unschuldige, ja, so, und dann kommt die Katze so raus. Ja, das hast du sehr gut drauf. Die Kamera liebt dich schon, oder? Und du die Kamera. Ja, wir sind eins, aber es hat auch immer einen Grund, warum ich auch immer zur Seite gucke. Also ich sehe von der Seite besser aus als frontal. Ach was, ja. Zeig mal von der Seite. Ja, siehst du, von beiden Seiten siehst du sehr schön aus. Was gefällt dir jetzt von deinem frontalen Abbild jetzt nicht so gut? Ich finde es einfach alles so flatschig, weißt du? Ja. Flatschig? Also guck dir Margot im Gegenzug an. Ja, das ist ja eine Satellitenschüssel, ein aufgespannter Regenschirm, eine Tellermine, ja? Ich bin der sprechende Kuhfladen. Ja, genau. Nee, was meinst du mit flatschig, Baby? Entschuldige mal. Ja, das ist einfach so, man sieht halt alles direkt. Ne? Da hat so ein Gesicht an sich, ja. Ja, ja. Ich finde es halt schöner so, ne? So zur Seite. Ich find's ja, ja, da hast du auch ein gutes... warte mal, lass uns kurz über dein Gesicht sprechen. Was daran ist noch echt? Ist die Frage, du bist ja eine der wenigen Promis, die da ganz offen drüber sprechen. Ja, Nico, ja? Ich habe das ja auch alles begleiten lassen von Medien, also es wäre ja blöd, wenn ich es leugnen würde. Ja, ne? Aber die Nase ist auch nicht echt, oder? Die ist nicht echt, nee? Nein. Nein, was ist denn, ja, beim Gesicht ist nichts mehr echt. Das Kinn, da ist auch was drin auch, im Kinn, ja. Was ist da im Kinn drin? Ein Implantat. Ach, aus Silikon? Aus Plastik natürlich. Aus Plastik? Ja. Ja, ist so üblich. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was man so Kinder einsetzt. Und das heißt, das ist auch scheißegal. Und dann kommt da so ein... Okay, verstehe. Ja. So, okay, ist ja hochinteressant. Ne? Okay, Michael, wir haben uns vor ein paar Jahren gesehen, da hast du gesagt, jetzt ist aber Schluss mit den OPs. Das weiß ich noch ganz genau. Hast du es eingehalten? Habe ich das gesagt? Ja. Habe ich wieder gelogen. Sie meinte für dieses Jahr damals. Für dieses Jahr. Wie hast du wirklich gesagt? Da habe ich schon so gedacht, Mensch, Mädel, ja komm, glaubt dir doch kein Schwein, was du hier gerade erzählst. Nee, aber warum, das weißt du auch nicht, warum du es gesagt hast. Das war auch nicht der Fall. Ich nehme mir das halt immer vor. Ne? Warum? Nichts mehr zu machen. Weil? Ja, weil es ja auch so schlimme Beispiele gibt. Ne? Und so will ich halt nicht aussehen. Wenn ich dann manchmal so, ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, komm, ich bin gerade sehr interessiert. Nee, lieber nicht. Aber es gibt ja schon so richtige OP-Opfer. Die sind wirklich schlimm. Und ich möchte halt nicht so aussehen. Ja. Und bis jetzt sagt jeder noch, okay, das ist noch alles okay. Ne? Also die Brüste sind noch nicht Atombusen. Nee. Ich habe noch keine so eine Flatschlippen und so. Auch keine eine Nase. Ja. Oder ja. Sehe ich noch... So. Nee, nein, ich bin sehr zufrieden mit deiner Optik. Ja? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Ist ja auch ungeschminkt ganz cool aus, ne? Ja. Du hast dich heute ungeschminkt gesehen. Ich habe dich heute schon mehrmals ungeschminkt gesehen, meine Liebe. Und das ist wirklich nicht oft, Margot, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, aber es liegt daran, dass das Botox aus deiner Stirn langsam die Stimmbänder beschlagen hat. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt so eine Komplettlähmung gerade. Ja, du hast ja auch alles machen lassen im Gesicht. Ich meine schon lange nichts. Ich bin ja hier komplett, ja. Du bist das Beispiel dafür, wo es halt echt schief gegangen ist. Ja, natürlich, ja. Also, aber ich überzeuge halt, Margot, und das kennst du, ich überzeuge mit Anmut, Eleganz und Inhalt, meine Ja, und mit Schläge. Und mit Schlägen? Mit Schläge. Mit Schlägen? Schlagen, zuschlagen. Du drohst mir immer mit Schläge. Das tue ich überhaupt nicht. Doch? Ja? Ja. Aber ich würde dir gerne mal eine knallen, fällt mir. Ja, dann wäre schon mal schön, so links und rechts eine, wenn du wieder am Klugscheißen bist. Ja. Ja. Ganz kurz, damit uns jetzt dann wieder ein bisschen in die wärmeren Gefilde kommen, noch ein Fakt aus Helene Fischers Leben.
ihren Song mit keinem anderen. Und wer heute mein letzter Tag, die Helene Fischer ihrem Florian gewidmet hat, zeigte sie ihm ganz öffentlich ihre Liebe. Das Buch scheint schon sehr alt zu sein, weil die sind doch schon Jahre nicht mehr zusammen, oder? Von wann ist denn... Hast du die mal kennengelernt, die Helene Fischer? Nein. Nee? Habe ich auch kein Interesse. Hast du kein Interesse? Nein. Hast du Warum nicht? Ja gut, die wird jetzt nichts Krasses erzählen, ne? Die ist ja eine, die von allen geliebt werden möchte und so weiter. Aber sind wir das nicht alle, Michaela? Wir? Ja, ich bin schon sehr gefallsüchtig, muss ich sagen. Du nicht? Nein, also... Nee. Ich meine, ich glaube, dass schon eine Drecksau ist, glaube ich schon, aber... Die Helene? Ja, natürlich. Im Bett. Aber darf sie halt nicht zeigen. Aber man merkt das schon, so auf ihrer Tour mit den Kostümen, ich glaube, die würde gern noch viel mehr machen. Ja, aber jetzt ist sie halt Schlagersängerin geworden. Selber schuld, ne? Ja, selber hätte schuld. Sie vielleicht Ballermann gemacht, ne? Oder so ein bisschen ein auf Maruscha, dann wäre es vielleicht anders. Wie kommst denn du jetzt auf Maruscha? Ja, es ist auch unsere Zeit. Ja, das stimmt, aber jetzt vom Baller, mal auf Maruscha zu kommen, finde ich hochinteressant, liebe Michaela. Übrigens, dein Kleid rutscht immer weiter hoch. Ja, das ist Konzeptkunst. Ach so? Ja. Nee, aber wirklich, ja, meine Güte, das Ding ist ja... Dankeschön. Das Ding ist ja, dass ich ja doch relativ hoch gewachsen bin und einfach alle Kleider sind mir grundsätzlich immer zu kurz, ne? Und deshalb trage ich alles als Oberteil und alles Rest ist Konzeptkunst. Meine Liebe, okay, Ballermann, aber du hast schon mehrere Singeln rausgebracht, hast du gesagt, ja? Habe ich nichts von mitbekommen. Ja, das scheint ist ja nicht so ein Erfolg geworden nee, zu sein. Nee, leider gar nicht. Warum nicht? Was war denn das so? War das Ballermann? Ja, Ballermann, das war so. Also mein erfolgreichster Song hieß Blasmusik. Ach, ja. Natürlich. Doch, das habe ich mitbekommen. Ja, den klar. Ich kenne zumindest schon einige. Ja. Ja. Und das war der erfolgreichste. Und ich arbeite immer noch in einer erfolgreichen Musikkarriere. Also dieses Jahr werde ich es wirklich mal schaffen. Okay, ja. Das ist so dein Vorsatz. Absolut, ja. Ich will am Ballermann auf jeden Fall richtig Erfolg haben. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, also Ballermann, wenn man dich da hinstellt, diese ganzen besoffenen Dummköpfe, die... Na sag mal, die müssen ja nicht immer alle besoffen und dumm sein, dass sie mich feiern. Nein, ich meine also, aber, wenn... Auch die Nüchternen finden mich gut. Also... Jurassica. Das war jetzt ein Kompliment. Aber mach weiter. Gerne, Michaela. Sehr, sehr gerne. Margot, möchtest du mal was moderieren? Ich weiß, kann doch nicht so schwer sein, ne, vor diesen Besoffenen zu bestehen. Nein, ich wollte eigentlich sagen, ich meine, warum hat man da dich nicht schon längst hingestellt? Weil das ist doch, ich meine, du wärst doch der Megaknaller. Ich stehe doch da schon seit 10 Jahren. Ich bin doch seit 10 Jahren am Ballermann. Was machst du denn da? Auflegen. Ja, ach, ich meine aber auf der Bühne mit einem Song, Mann. Ja, aber meine Songs sind einfach nicht erfolgreich. Hast du einen scheiß Produzenten oder was? Ich habe zumindest nicht die besten. Ach Gott. Also. Aber das könnte man ja ändern vielleicht. So. Gibt es denn MusikproduzentInnen hier im Saal? Nee, das ist, wenn die das jetzt hören. Ich glaube einfach, die Songs sind super, aber du hast einfach die falschen Background-Tänzerinnen. Wenn du uns beide da hinten, dann würden alle sagen, die Mika ist toll. Wir halt nicht. Ja, das Konzept erschließt sich mir noch nicht so ganz genau, Margot. Okay, aber ja gut, nee, aber das, wir warten ab, was 2024 kommt. Ja, man kann ja auch nicht überall Erfolg haben, ne? Nee, natürlich. Ja. Was sind so, du hast ja schon gesagt, du bist nackt Performerin, was hast du vorhin gesagt? Ja, Nackt-Konzeptkünstlerin. Nackt-Konzeptkünstlerin. Genau. Steht das auch beim Finanzamt als deine Berufsbezeichnung? Naja, man muss ja immer irgendwas reinschreiben. Oder steht da Entertainerin? Oder weil ich habe dir jetzt Entertainerin jetzt angekündigt. Ich musste noch nie irgendwo was reinschreiben. Wo rein denn? Wo muss man da was reinschreiben? Naja, man muss doch, sag mal, Michaela, na, wo lebst du da denn? In der Steuererklärung oder wo? Naja. Kann das sein, dass Mika noch gar kein Gewerbe angemeldet hat? Naja, man muss doch beim Finanzamt, wenn man da seine Steuer- und seine Umsatzsteuer-ID bekommt, da muss man ja Berufe angeben, die man ausübt, um das Geld abzuführen. Ah, genau, weißt du? Da habe ich auch gelogen.
da weiß ich ja, da habe ich Hostess angegeben, Promoterin, ja. Sowas habe ich reingeschrieben. Ja, fällt ja auch ein bisschen in das, was du machst. Was machst du bei der Venus immer? Ich meine, du bist ja immer bei der Venus, du bist das Gesicht der Venus. Genau. Ja? Und dann bist du auf der Bühne und performst da auch? Oder? Genau, ich performe auf der Bühne, ich gebe Autogrammstunden, Fotos, ja. Da stehen die Schlangen, oder? Ja. Da stehen die Schlangen. Ja. Ich war einmal auf der Venus, 2012 oder so, schon eine Weile her. Da hast du das noch nicht gemacht, oder? 2012 war ich auch da. Ja? Doch, ja. Ich bin jetzt schon seit 2006 auf der Venus. Ist das gut bezahlt, wenn man Gesicht der Venus ist? Es wird bezahlt. Es wird bezahlt? Ja. Gut. Besser als hier? So, wir wollen dann jetzt hier mal weitermachen. Liebe Michaela Schäfer, ich habe nämlich im Zuge der Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich nämlich ein altes Video recherchiert, gefunden. Nein, ein altes, wie sagt man denn, ein Bonmot gefunden aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, meine Liebe. Und zwar, weißt du, Margot, manchmal, kennst du das auch, ja. Manchmal empfindet man so ein so eine tiefe Abneigung zu seinem Publikum. Ja? Das habe ich immer nur zu meiner Co-Moderatorin. Ja, meine Liebe. Heute ist es hart an der Grenze gerade, ja. Aber ich versuche mich reinzuschackern. Ich habe ja, zum Glück einen Ablaufplan, an den ich mich einfach streng halte. Und dann machen wir mal weiter. Liebe Michaela Schäfer, ich habe einen Schmankerl aus unserer gemeinsamen Vergangenheit gesucht und gefunden auf meiner Festplatte. Und zwar habe ich dich im Jahr 2016, im Dezember, habe ich dich in deiner damaligen Wohnung besucht und habe eine Homestory gemacht. Erinnerst du dich da noch dran? Nicht mehr so richtig, aber ich erinnere mich, dass du in meiner Wohnung warst. Doch, das weiß ich noch. Dass du da warst, weiß ich doch noch. Das ist doch gut. Schon mal gut, ja. Da sind ja viele Menschen in meiner Wohnung immer. Ja, aber ich meine, ich war halt da. Naja, gut, okay. Das ist ja 8 Jahre her. Ja, meine Liebe, aber ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ich habe ein bisschen Angst davor. Was nee, du hast gleich gefragt, wie du da aussiehst. Ne? Wie sehe ich aus? Du siehst sehr schön aus. Du hast halt dunkles Haar. Ach, naja, ja? Gut. Und wahrscheinlich noch kleinere Brüste. Und einen kleineren Hintern. Ja. Das weiß ich nicht so genau. Das und eine dickere Nase. Also eigentlich muss ich komplett anders. Meine Güte, also man erkennt sich eigentlich gar nicht mehr wieder, meine Liebe. Lassen wir, es sind glaube ich 4 Minuten, lass uns mal reinschauen. Ich habe so ein paar süße Schnipsel rausgesucht. Svenny, Mats ab! Paillette geht immer. Ob ich jetzt richtig bin, weiß man nicht genau. Oh, ich bin doch richtig. Hallo. Tag. Na, wie geht's? Gut. Ja. Oh, ist das schön hier bei dir. Oh. Ach, hier hast du auch diese Mannequin-Challenge gemacht, ne? Ja, genau. Oh. Ist das Licht gut? Ja, oder? Ja, sieht mal gut aus. Sieht mal schön aus, weiß ich nicht genau. Also ich bin die Michaela Schäfer. Nein. Ja, ich bin auch bekannt als die Nacktschnecke, also die Tante, die sich immer auszieht. Es ist wahnsinnig aufgeräumt hier, sieht das immer so bei dir aus? Ja, ich bin ganz penibel. Also ganz sauber ist es nicht so. Siehst du überall Krümel? Ja, Mann, ein Krümel, 2, 3. Ich bin ja nur unterwegs. Guck mal, sieht man auch am Kühlschrank. Ja, oh, der ist ja riesig auf dem Kühlschrank. Ja. Ja, Wasser, das die Nahrung eines Topmodels, ja. Ach, das ist der Muschisauger. Gucke mal, habe ich gleich noch ein Weihnachtsgeschenk. Ich leg das gleich mal hier hin. So, haben wir gleich noch einen Muschisauger noch abgegriffen. Dann geht's jetzt hier weiter in den privaten Bereich. Ja, genau. Oh, willst du zuerst einen Kleiderschrank oder Bad? Ey, warst du schon bei Promi-Shopping-Queenen mit der Mode hier, Mann? Ich glaube, die wollen mich nicht. Einer davon mag mich, glaube ich, nicht. Weißt du, die nehmen doch alle. Ja, aber also, die nehmen sogar die Julian Stöckel. Ja. So, oh. Hier mein Alter Falter. Ja. Ich sag immer, da oben sind die ganzen Nuttenkleider und hier unten sind die ordentlichen. Sag mal, das habe ich doch gerade, ist das nicht von Zara? Nee, das ist nicht von Zara. Okay, ich habe wenig teure Kleider. Das ist teuer, ja. Aber
Das gehört mit zu den teuren. Ansonsten okay. Ist das alles ein Ramsch. Ich möchte hier gerne einziehen. Ja, ich glaube, du hast mehr Kleider als ich. Nee, das glaube ich nicht. Nee? Ich habe, nee. Also das ist hier wirklich, ja, meine Rümpelkammer. Jetzt mein DJ-Zeug, das sind meine Bücher, Autogrammkarten, Buch, ja. Das ich rausgebracht habe. Ach, du hast ein Buch, das wusste ich gar nicht. Ja. Hast aber nicht selber geschrieben, nein, ne? Natürlich nicht. Das ist ja klar. Wieso hast du den bekommen? Für Best Nipple Innovation. Was ist ein Best Nipple Innovation? Na, weil ich die einzigartigsten Nippel auf der Welt habe. Ach, die Herznippel. Hm? Du hast einen Award für deine Nippel bekommen? Ja, hab ich bekommen. Ja. Sehr geil. Du, ich war schon einmal auf der Venus für YouTube. Ja. So ein paar Jahre her. Ich fand's ganz schön. Ja. Hab dann, genau, bei Germany's Next Topmodel kamen ja auch Nacktfotos und das wurde ja auch so thematisiert. Das weiß ich. Also ich war nicht, eigentlich immer die Nackte, dann im Dschungelcamp natürlich, ja. Klar. Da hast du diesen einen furchtbaren Bikini angehabt. Ja, den habe ich immer noch hier. Ah, kannst du den mal rausholen? Ja, ah, weil, also wirklich, Michaela, dieser Bikini, da habe ich echt gedacht, sag mal, hat die eigentlich nur Schatten, die Alte? Ja. Wie kann man denn so ein hässliches Teil anziehen? Das ist er. Das ist er? Das ist er. Das ist der Borat-String. Ja, klar. Ja, ja, stimmt. Ja, ach, ja, ich stimmt. So ja, stimmt. Und das hatte ich auch an. Das hattest du auch an, ja. Das ist ja auch wirklich nur eine Strippe eigentlich. Ja. Einmal um die Muschi rum, genau. Ja. Gut, Mäuschen, dann wünsche ich mir von dir jetzt noch einen Abschlusssatz in drei Sätzen. Michaela Schäfer, das bin ich und deshalb solltet ihr unbedingt mich das nächste Mal irgendwo sehen. Oh Gott, ich liebe sowas. Oh. Oh, na gut, muss jetzt auch nicht sein. Ja, einfach wählt nicht die AfD. Dazu muss man sagen, ich sah auch wahnsinnig beschissen aus. Also wirklich, also nicht auch, sondern ich sah wirklich wahnsinnig beschissen aus. Wie fandest du dich jetzt so im Nachgang? Bist du zufrieden, oder? Voll süß, ich sehe so jung aus. Ja. Krass, ja. Ja, aber gut, waren ja auch 8 Jahre, ne? Ja, vorher. Ja. Du wohnst mittlerweile nicht mehr in dieser Bude. Nee, ich wohne da nicht mehr. Ich bin ja jetzt von Friedrichshain an Kudamm gezogen, nach Charlottenburg. Oh, an Kudamm, ganz hochwertig, meine Liebe. Nee? Doch, ich werde nicht immer widersprechen, oh Gott, nicht. Total, nein, ja. Sonst, ja. Nee, naja. Ja, na, ist halt anders. Friedrichshain war halt ein bisschen cooler, ne? Irgendwie Leute ein bisschen lockerer. Ich möchte in Friedrichshain nicht begraben sein, ganz ehrlich. Also nichts gegen Friedrichshain, doch, was gegen Friedrichshain? Margot, Friedrichshain? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Nie Horror. Also allein schon, wenn ich die Warschauer Brücke überqueren muss, denke ich schon, ich muss sofort fliehen. Ich möchte sofort zurück. Dieses ganze junge Volk, was da rumläuft, ja. Und dann diese laute Musik und dann machen die alle Party und ja, ich weiß, du guckst mich gerade an wie ein Auto, aber ich lüge nicht. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Sowieso, du bist jetzt irgendwie ein paar, gehst auf die 40 zu, sagen wir mal. Wie lange willst du noch Disco? Ich bin doch schon 40. Ach stimmt, du hast den 40. Geburtstag ja, gefeiert. Ja, da konntest du doch nicht kommen. Ja, da war ich auf Gran Canaria. Du hast Margot recht. Hat moderiert. Ja, da bin ich dir immer noch sauer, dass die moderiert hat und nicht ich. Aber gut, ich war ja nicht da. Wie lange willst du noch, also in der Disco ist auch anstrengend irgendwann. Die laute Musik und so, geht das nicht jetzt schon langsam auf die Nerven? Oder hast du noch richtig Bock auf so Nachtleben? Und ich habe noch richtig Bock. Ja? Also ich werde das auch noch machen, bis ich ganz normal Rentenalter erreicht habe. Also ich glaube, es ist bei 67 jetzt. Und ich habe nicht vor, früher in Rente zu gehen, weil erstens geht das gar nicht. Ja? Nee. Also ich meine, wie soll das gehen finanziell? Und das ist für mich ein Job wie jeder andere. Ja, aber du musst ja nicht nur in die Disco gehen und da auflegen. Ich meine, du kannst ja auch deinen Job in andere Richtungen lenken. Na, ich habe ja schon mehrere Jobs. Eben. Ne? Was machst du alles parallel noch? Erzähl mal, was sind so alles deine Haupt... womit du viel Geld einnimmst? Also, womit ich Geld einnehme? Livecam. Ja, ich bin ja Webcam-Girl. Ach, stimmt. Das machst du ja auch noch. Ja. Mit wechselnden Partnerinnen und alleine, ne? Das genau, ist alleine und mit ein paar Mädels immer zusammen. Mhm. Wie mit Gina Lisa zum Beispiel, ne? Da taucht wieder dieser Name Gina Lisa ja, auf. Ja, es macht sehr großen Spaß mit ihr. Und, oder auch mit vielen anderen Cam-Girls. Und das ist was für eine Plattform mit diesem Cam? Wie die heißt? Ja. Die heißt Susi Live. Oh, wer ist Susi?
Frag mich nicht. War nicht okay. Nikolai Schumann, kennst du die Plattform Susi Live? Ja, kennt er. Nie gehört. Ist doch immer ein Lernen. Weil der ist nämlich heterosexuell, ja. Also von daher, das ist eine heterosexuelle Plattform. Nee, also ich habe auch einige lesbische Damen, die mir da schreiben. Ach so, das ist ja hochinteressant. Das ist ja hochinteressant. Ja. Lieben Margot, ich meine, ja. Wir haben ja dadurch, dass wir, dass wir im Verlag der Siegessäule arbeiten und da wirklich super viel mit der lesbischen Welt im Kontakt sind. Ja. Und die normale, hier in Berlin lebende Lesbe ist jetzt nicht so, dass die sagt, boah, ich will eine mit hohen Schuhen und ich will eine geschminkte und ich brauche Brüste und so. Das ist ja nicht das Schönheitsideal von Lesben in erster Linie. Aber es gibt anscheinend auch Lesben, die dich dann richtig geil finden. Na, ganz viele. Ganz viele. Ja. Dann erzählen die das vielleicht nur nicht, die Lesben, weil die das geheim halten. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, du hast ein ziemlich merkwürdiges Bild von Lesben auch. Ja. Ja? Nee. Sicherlich, ja. Es gibt Lesben, die in Lederklamotten auf der Harley-Davidson irgendwie auf der A100 rauf und runter rattern. Aber es gibt halt auch welche mit gemachten Haaren, Make-up, schönen Fingern. Nein, und Haaren. Also es gibt's auch. Das ist mir klar, liebe ja. Margot. Schön, dass du mich berichtigst. Ich aber liebe, gerne doch. Klugscheißerin bist, meine Liebe. Nein, ich meine, worauf lesbische Frauen so stehen, ja. Da geht es halt nicht um lange Haare und Make-up und Brüste und hohe Schuhe. Aber ganz kurz, ich meine, wir beide wissen ja auch, dass unser Männergeschmack so unterschiedlich ist. Ist das so? Ja, es ist ja? so. Ja? Völlig anderen Männergeschmack, wo ich dachte, was hat man da? Hast du den Stift jetzt kaputt gemacht? Ja, ich bin gerade so angespannt, weil ich jetzt... Ich wollte dich jetzt nicht nervös machen. Nein, dein Lesbenbild ist top, behalte es, alles gut. Margot, ich weiß nicht, hast du mir heute irgendwas das Getränk getan, dass ich mich heute dauernd um Kopf und Kragen rede, oder ist das immer so? Das ist immer so. Oh, das fällt mir heute. Klausi, was sagst du denn? Wie geht's denn heute mit mir bislang? Bist du zufrieden mit meiner Performance? Ja? Oh Gott, du schämst dich schon wieder. Okay, also, Cam, lass uns das bitte noch kurz abarbeiten, meine Liebe. Da bezahlen Menschen also eine Mitgliedschaft und können ich dann sehen, oder zahlen die pro Minute? Oder wie genau, die zahlen pro Minute und dann gibt es halt Extras, dann können die zum Beispiel auch ihre Cam anschalten. Nicht deine Cam. Nee, aber... Ja, keiner sehen. Ich meine, da möchte man doch nicht alles sehen, oder? Ja, aber da verdient man ja Geld. Ach, so schlimm ist das gar nicht. Na, es kommt wahrscheinlich drauf an einfach. Ja. Ich meine, man kann ja auch mal Glück haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt sich nicht immer unbedingt lohnt, die Cam von anderen Männern zu sehen, oder? Ja. Ja, gut. Du hältst dich bedeckt, Michaela. Ich bewundere dich dafür. Ich hätte schon so viel ausgeplaudert an deiner Stelle, wofür ich mir dann mich geschämt hätte. Ja? Ja, dann mache ich auch TV-Shows. Ja. Ab und zu mal. Ich habe ja schon so viel gemacht, deswegen bleibt nicht mehr so viel übrig. Also mittlerweile wird's. Wo warst du denn noch nicht? Wo war ich noch nicht? Kampf der Reality Stars war ich noch nicht. Würdest du das machen? Natürlich. Ja? Ja, selbstverständlich. Also, weil ich habe dich in der letzten Reality-Sendung aktiv wahrgenommen im Sommerhaus der Stars. Und das ist ja schon ewig her. Ja, na, wo warst du denn danach in Reality? Promi Big Brother. War ich erst vorletztes Jahr. Ach, die Scheiße habe ich nicht geguckt. Oh. Nee. Und wie hast du da gut abgeschnitten? Zweiten Platz. Oh, na sag mal, da kann man schon mal... Musstest du auch in diesem Pennymarkt einkaufen gehen? Ja, ganz oft musste ich. Ja? Ich verstehe gar nicht, warum. Also, ja. Achso, ist das immer eine Strafe, wenn man da einkaufen gehen muss? Oder wie entscheidet sich das? Das wusste ich nie. Ich wurde aber ganz oft im Penny gewählt und dachte mir, warum wählen die mich im Penny? Denken die irgendwie, ich kann nicht rechnen oder so? Lass uns drüber sprechen. Weil... Nein! Das Publikum arbeitet heute gegen mich, Margot. Bekommst du das mit? Jurassic ist nicht einfach. Du bist völlig unterzuckert. Ja. Du brauchst ganz dringend was. Oh, damit danke schön, Margot. Das ist ja mein Seelenbalsam. Kennst du schon Nutella Biscuits? Nein, kenne ich nicht. Möchtest du mal? Nee, sowas will ich nicht. Nein. Die gab es auch im Promi Big Brother Haus nicht zu kaufen, vermute ich. Wie achtest du auf deine Ernährung? Nur mal so, sowas ist das Tabu für dich? Nein, gar nicht. Nee? Nee, ich treibe ja viel Sport, deswegen geht es, aber ich habe meine Ernährung jetzt umstellen müssen. Ja. Inwiefern?
Na, einfach nicht mehr so. Na, nicht mehr sowas, ne, viel Wasser trinken. Das geht bei dir natürlich nicht so gut, weil hinten Backstage nur Süßkram. Ja. Also ich hab, eine Banane habe ich gegessen und eine Mandarine. Ja, und dann, ne, kam leider auch, ja, die Schokoriegel. Okay, ich biete dir keinen, also sind aber so köstlich. Also wer die noch nicht kennt, Nutella Biscuit. Ich könnte die ganze Packung essen und die hat, glaube ich, nur, die Packung hat, glaube ich, nur 1195 Kalorien. Also ich meine, Kilokalorien, das ist halt eine ganze Mahlzeit und das in einer Tüte, liebe Margot. Nee, lass uns über Rechnen reden, meinte ich so, weil wir können ja zum Beispiel über Verona Poth vielleicht sprechen, wo immer alle denken, die ist saudumm. Und, oder Shirin David, da denken total viele, weil die halt irgendwie Brüste und Lippen hat, die ist saudumm. Bist du diesem Vorurteil auch ausgeliefert, dass die Leute dich unterschätzen? Ja, also früher war das ganz schlimm, aber mittlerweile eigentlich geht's. Also mittlerweile wissen auch die Leute, dass ich hart arbeite, dass ich auch ein Business aufgebaut habe. Und wenn das so einfach wäre, nur Brüste zeigen und Geld verdienen und berühmt sein, dann wären es ja schon viel mehr. Und nee, deswegen habe ich mittlerweile nicht mehr so mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja, Gott sei Dank, weil ich finde es immer so mega, mega unfair, dass nur, weil man irgendwie hyperfeminin auftritt, dass man sofort dann auch gleich als Dumme abgestempelt wird. Ich meine, guckt mich an. Ich meine, ich bin halt auch hyperfeminin und auch saudumm. Also bei mir kommt... Bei mir kommt alles zusammen, meine Lieben. Wir müssen ein bisschen anziehen. Wir haben voll in Verzug, ne? Naja, es geht noch, meine Liebe, es geht noch. Aber ich habe natürlich auch... Oh, scheiße. Ja? ...was bestellt. Ja. Das ist zu spät angekommen. Oh. Aber deswegen habe ich was anderes für dich. Ah, ja. Mhm. Da freue ich mich Freust sehr, Freust du dich meine schon Liebe. Sehr drauf? Ja, sehr. Ich freue mich sehr. Also, ich wusste ja, wie sehr du Körperpflege magst. Deswegen habe ich einmal... Das ist die, das ist das Helene Fischer Duschgel. Was hat die denn noch alles an Produkten? Und das heißt For You, Ausrufezeichen. For You by Helene Fischer. Aber ich habe mich ja nicht lumpen lassen. Ich habe noch was anderes besorgt. Und warte, bevor du mich weiter verwöhnst, liebe Rachel, möchte kurz auch wissen, wie das halt duftet. Ja, Helene nach dem Auftritt. Wie Helene nach dem Auftritt. Ja, riecht wie jedes handelsübliche Duschgel so riecht. Ja, aber hier. Verzaubert mich gerade. Ich bin gerade. Bist du verzaubert? Bin dann verzaubert, bist du jetzt ja. Noch mehr verzaubert. Noch mehr, es geht gar nicht. Nee, oh. Komm, bring mich nie um, meine Liebe. Parfüm. Oh. Auch von Helene Fischer. Nein. Und das heißt nicht for you, sondern that's me. Finde ich auch. Wahnsinnig. Und ich wusste, wow. Was du für ein großer Helene Fischer Fan. Ich bin sehr, sehr großer Helene Fischer Fan. Das Parfüm wird folgendermaßen hergestellt. Ja. Nach dem Konzert wird Helene Fischer direkt abgezapft. Ah. Und das... Mit so einem Abzieher wird der Schweiß... Ja, genau. Ja? Wo du die Dusche mit sauber... Ja, genau. Und dann wird das destilliert und mit Old Spice eingesprüht. Und dann ist es das Parfüm jetzt. Lass uns mal gucken, wie der Flakon erstmal gestaltet ist. Ja. Schau mal hier, schau mal. Das schreit doch förmlich nach ganz unten im Regal bei Drospa. Ja? Bei was? Drospa kennst du nicht mehr, war früher eine Drogeriekette. Das war lange vor deiner Zeit, das war, glaube ich, vom Ersten Weltkrieg, als ich da eingekauft habe. So, wollen wir mal ausprobieren, wie das schnuppert? Oh, ja. An dir am liebsten. Oh. Ich finde... Ist ein Duft. Ist auf jeden Fall ein Duft. Nee, meine Güte, riecht halt auch wirklich wie jeder andere Duft auch, was man halt so... Ist halt was Frisches, Sportliches, Unauffälliges, ja. Passend zu dir, unauffällig, meine Liebe. Vielen Dank. Höchst gerne, für dich alles. Oh, oder quelle Interventiones. Dankeschön. Mika, wurde dir das schon mal angeboten, dass du so Kosmetik oder hast du schon Kosmetik rausgebracht, so Schönheitszeug? Ich habe ein eigenes Parfum draußen. Natürlich. Ja. Ja. Na, selbstverständlich. Wie heißt das? Sünde. Oh. Und hast du den Duft mit kreiert oder so selbst wie dein Buch, das du auch geschrieben hast? Ja? Naja, da gab es ein paar Düfte, ich habe halt ausgewählt. Du hast ausgewählt.
Und du hast den Nudisten genommen, oder? Ja? Na, ich habe den genommen, auf den ich selber abfahre. Ja? Weil der Duft ist ja für Männer. Und dann dachte ich mir, okay, ach, der ist für Männer. Wie muss man riechen, damit ich so richtig rattig werde? Und dann, ja, den Duft habe ich genommen. Schau an, das riecht hier gerade nach Helene Fischers Duft. Ich rieche gar nichts. Das ist, nein, das willst du mal? Ja? Ja, darf ich dich ein bisschen einsprühen? Ja, warte mal hier. Du, aber sei vorsichtig, sonst fängt sie an, gleich hier am Trapez irgendwie zu tanzen. Nee, das zu singen. Man muss eher aufpassen, dass sie nicht die Haut in so Fladen abschält, wenn man so viel. Und riechst du's? Sehr dezent, ne? Aber gut, nee, es entwickelt passt ja auch sich zu noch. Helene. Ja, es entwickelt sich, es wird doch sehr aufdringlich und süßlicher, je länger er in der Duft schwer hängt. So, ja, ja? Sehr süßlich, ne? Oh, puh, so ja, oh, ich bekomme gerade Kopfschmerzen. Aber egal. Oh. oh. Hat man nicht gesehen gerade, oder? Nein. Warte mal. Nein. So, wo waren wir stehen geblieben? Komm, wir machen einfach jetzt Pause. Mir reicht's. Warte doch. Ja. Danke. Mach einfach, du mal bitte machen. Wir machen euch einen kleinen Teaser noch, weil es geht jetzt natürlich noch, wir wollen ein bisschen neugierig machen. Stimmt, was wird jetzt gleich im zweiten Teil passieren? Ja. Und da wolltest du noch mal, glaube ich, ganz kurz ins Publikum reingehen. Ja, stimmt. Rutsch nicht auf der Helene Fischer-Sabberspur aus. Ja, genau, danke. Ja. Weil nämlich, ich gehe jetzt ins Publikum, weil ich möchte nämlich jetzt gerne den nächsten Stargast, der im zweiten Teil hier auf die Bühne kommt, der sitzt nämlich die ganze Zeit im Publikum, der Nikolai Schumann, und sitzt dort ganz versteckt hinter meinen Eltern Harald und Margitta. Und den möchte ich jetzt nämlich gerne mal auf die Bühne geleiten und dann werden wir den schön mit ins Backstage nehmen und dann nochmal so richtig mit Helene Fischer einsprühen, damit er schon mal so richtig den Vibe hier bekommt. So, ich muss mir erstmal den Mo jetzt von echt angucken. So sieht der aus. Das ist dein bester Freund, ne? Ja. Süß siehst du aber aus, ja? Ja? Süß. Das war einstellend. Komm mal mit, komm mal mit. Ein Applaus für Nikolai Schumann! Setz dich da noch kurz hin. So, guck mal, hier hast du auch eine Stimme, mein Schatz.